Sie haben ein Klein- oder Kleinstunternehmen und nutzen aktuell Anlagen, die mit Erdgas, Kohle oder Öl betrieben werden? Sie möchten diese künftig mit elektrischer Energie betreiben? Für diese Umstellung vergibt die KfW Förderkredite mit bis zu 33% Tilgungszuschuss. Hier die Fakten. Gefördert werden der Austausch und die Umrüstung von Anlagen. Das können zum Beispiel Öfen in Bäckereien sein, Härteöfen in der Metallverarbeitung, Gabelstapler in der Logistik und vieles mehr. Diese können durch Neuanlagen, die mit elektrischem Strom betrieben werden, ersetzt werden. Sie können aber auch durch den Austausch von Komponenten auf den Betrieb mit elektrischem Strom umgerüstet werden. Gebäudebezogene Maßnahmen wie beispielsweise die Umrüstung von Heizungsanlagen oder Lüftungsanlagen werden mit diesem Programm nicht gefördert. Einen Antrag können Sie stellen, wenn erstens Sie in Ihrem Unternehmen maximal 49 Mitarbeitende beschäftigen. Zweitens die Investitionshöhe mindestens 2.000 Euro beträgt. Drittens sich die auszutauschende Anlage seit mindestens 5 Jahren im Unternehmensbesitz befindet und noch funktionstüchtig ist. Die Konditionen für die Förderung. Klein- und Kleinstunternehmen erhalten einen Förderkredit und bis zu 33% der förderfähigen Kosten als Tilgungszuschuss. Der Tilgungszuschuss beträgt dabei maximal 200.000 Euro je Vorhaben. Er wird mit der Restschuld verrechnet und verringert so den zurückzuzahlenden Kreditbetrag. Den Kredit mit Tilgungszuschuss beantragen Sie bei Ihrer Hausbank. Unbedingt beachten: Das Finanzierungsgespräch mit der Bank muss vor dem Beginn des Vorhabens bzw. vor Abschluss eines Lieferungs- und Leistungsvertrages erfolgen, damit das Vorhaben förderfähig ist. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.kfw.de/295.